Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich möchte heute mit euch ein neues Mützchen häkeln, das sehr gut geeignet ist für den Strand. Dafür beginnen wir mit einem magischen Ring. Wir legen uns den Faden über den kleinen Finger, führen ihn hinten rum über den Zeigefinger, wickeln ihn da zweimal locker drum, gehen rüber zum Daumen. Auch da zweimal rum und halten fest. Wir stechen hinter dem Daumen ein, holen uns den Faden und ziehen ihn hier durch, halten das fest und häkeln zwei Luftmaschen. Wer das nicht kann, häkelt einfach am Anfang vier Luftmaschen, verbindet das mit einer Kettmasche und häkelt dann die Stäbchen rein. Wir häkeln am Anfang in den Ring ein Stäbchen. Und ein zweites Stäbchen. Ein drittes, wir holen den Faden auf die Nadel, gehen damit durch den Ring, holen den Faden wieder und häkeln ein Stäbchen. Wir holen den Faden, ziehen durch die ersten beiden Schlaufen und dann durch die letzten beiden Schlaufen. Ein nächstes Stäbchen, den Faden holen, durch den Ring, den Faden durch den Ring zurückholen. Faden holen durch die ersten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Wir brauchen insgesamt 11 Stäbchen, die wir häkeln. Und wenn wir die gehäkelt haben, bin ich wieder da. Dann bis gleich. So, jetzt haben wir unsere 11 Stäbchen gehäkelt. Nehmen wir den letzten, also den Randfaden, ne, den Endfaden und ziehen ein bisschen fest. Stechen vorne ins erste Stäbchen ein, holen den Faden und machen eine Kettmasche. Ziehen den Faden im Prinzip durch, die andere Schlaufe durch. Ziehen nochmal fest und haben jetzt unseren Anfang von dem Sommermützchen. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen und stechen auch hier vorne in das erste ein, da wo die Luftmaschen auch herkommen, in die ein und häkeln wieder ein Stäbchen. Und dann machen wir auch noch ein zweites Stäbchen rein. Wir häkeln jetzt in jede Masche zwei Stäbchen, bis wir rum sind. Also und die nächste Masche, Faden wieder um die Nadel legen, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, haben drei Schlaufen auf der Nadel, holen wieder den Faden, ziehen durch die ersten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Und noch einmal in dieselbe Masche häkeln wir noch ein Stäbchen. Also wir häkeln jetzt in jede Masche zwei Stäbchen. Und wenn wir rum sind, dann bin ich auch wieder da. Also zwei Stäbchen in eine Masche. Also hier jetzt wieder kommen wieder zwei Stäbchen. Also, dann bis gleich. So, die Runde haben wir fast geschafft. Jetzt seht ihr ja hier, da stechen wir nochmal ein und häkeln auch noch ein Stäbchen. Nur eins.
weil wir hier noch die Luftmaschen haben. Und das ergibt dann wieder zwei Stäbchen. Wir haben hier vorne zwei Stäbchen reingehäkelt, haben aber vorher die Luftmaschen gemacht. Und wenn wir die jetzt hier verbinden und die Runde schließen, oben im ersten Stäbchen mit einer Kettenmasche verbinden und dann hier im Prinzip auch zwei Stäbchen. Okay, so sollte es aussehen aktuell. Und dann kommen wir zur dritten Runde. Also zwei haben wir, kommen wir zur dritten. Zwei Luftmaschen. Wir häkeln wieder hier vorne gleich bei den Luftmaschen. Seht ihr das? Gleich hier noch ein Stäbchen. In die nächste häkeln wir auch zwei Stäbchen. Ups, Entschuldigung, wir müssen hier vorne auch zwei häkeln. Na gut, das hätten wir nachher wieder ausgleichen können, aber wenn mir es noch einfällt. So, also wir fangen an mit zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. In die nächste kommen auch zwei Stäbchen. So, und jetzt kommen wir zum was Neuem. Und zwar nutzen wir jetzt nicht dieses Stäbchen, sondern dieses. Wir nehmen einen Umschlag und stechen vorne ein, hinter dem Stäbchen lang und kommen vorne wieder raus. Um es einfacher zu machen, klappe ich mir das um, hole mir den Faden, ziehe den durch, habe drei Schlaufen auf der Nadel, hole mir wieder den Faden auf die Nadel, steche wieder hier durch, hole mir den Faden, ziehe durch, habe fünf Schlaufen auf der Nadel und noch ein drittes Mal den Faden um die Nadel, wieder durchstechen, Faden holen und habe jetzt sieben Schlaufen auf der Nadel. Jetzt hole ich mir den Faden und masche die ersten sechs Schlaufen ab. Also die ersten sechs Schlaufen, sodass wir die siebte und die neue vom Durchziehen auf der Nadel haben. Die zwei Schlaufen maschen wir mit dem nächsten Faden ab. Somit entsteht so ein kleiner Puschel. Der fällt nach der nächsten Runde richtig auf. Aber ihr merkt es schon, es ist ein bisschen dicker. So, okay. Und jetzt, hier ist der Puschel, direkt daneben, manchmal muss man es ein bisschen beiseite schieben, stecht ihr wieder ein in die Masche, holt den Faden, stecht ein, holt wieder den Faden und häkelt ein ganz normales, ganzes Stäbchen. Und ein zweites machen wir auch noch da rein. Und in die nächste Masche kommen auch zwei Stäbchen. So, jetzt sind wir wieder beim Puschel. So, wir gehen nicht hier drunter, nein, wir gehen unter das nächste. Wir holen den Faden und stechen hier vorne ein, vorne wieder raus, klappen uns hier ein bisschen beiseite hier so, holen den Faden und ziehen durch. Das machen wir jetzt noch zweimal, jetzt haben wir drei Schlaufen auf der Nadel. Wir nehmen wieder den Faden um die Nadel, stechen hier wieder durch, holen wieder den Faden, ziehen durch. So, und haben fünf Schlaufen auf der Nadel. Wir holen noch ein drittes Mal den Faden um die Nadel, stechen durch, holen wieder den Faden,
haben unsere 7 Schlaufen auf der Nadel, maschen die ersten 6 ab, das heißt, die letzte bleibt auf der Nadel und die Schlaufe vom Durchziehen. Haben wir jetzt 2 Schlaufen auf der Nadel, holen nochmal den Faden und maschen die letzten beiden ab. Und da ist unser Puschel. Wir holen wieder den Faden um die Nadel, gucken genau daneben. Neben dem Puschel ist eine Masche. Da stechen wir ein, holen den Faden und häkeln ein Stäbchen. Und ein zweites Stäbchen in dieselbe Masche. Auch in die nächste Masche kommen 2 Stäbchen. So, jetzt zeige ich euch nochmal, dass wie das mit dem Puschel geht. So, hier haben wir unsere Stäbchen drin in der Masche. Dann kommt ja das Stäbchen, da stechen wir nicht ein. Wir nehmen das nächste, nicht hier das, sondern das. Wir nehmen also den Faden um die Nadel, stechen nicht hier ein, sondern hier dahinter. Nehmen ihn wieder hier so zur Seite, holen den Faden durch und haben 3 Schlaufen auf der Nadel. Wenn ihr das so rumklappt, wie ich euch das gezeigt habe, könnt ihr das hier wunderbar sehen. 3 Schlaufen auf der Nadel, Faden um die Nadel, wir stechen hier wieder durch, holen den Faden, haben 5 Schlaufen auf der Nadel, wir holen nochmal den Faden, stechen wieder durch, holen den Faden und haben jetzt 7 Schlaufen auf der Nadel. Wir maschen die ersten 6 ab, haben dann 2 Schlaufen auf der Nadel und holen uns wieder den Faden und maschen die letzten beiden ab. Und dann kommen wieder unsere Stäbchen, und zwar ganz genau daneben, in die Masche einstechen daneben und 2 Stäbchen häkeln. Und in die nächste Masche 2 Stäbchen und dann kommen wieder unsere Puschel. Wenn wir rum sind mit der Runde, dann bin ich wieder da. Also bis gleich. So, die Runde ist, haben wir fast geschafft. Jetzt müssen wir noch ein Puschel machen in die letzte, ins letzte Stäbchen. 1, 2 und ein drittes Mal durch. Dann durch die 6 Schlaufen. Wir haben wieder 2 auf der Nadel und die letzten 2 durchziehen. Und unseren Puschel haben wir jetzt und schließen die Runde in der ersten Masche mit einer Kettmasche. So, so sieht es aktuell aus. Und wir beginnen die nächste Runde wieder mit 2 Luftmaschen. Stechen wieder vorne ein und machen ein Stäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen. In die nächste Masche auch ein Stäbchen. Und in unsere 4. Masche kommen 2 Stäbchen. Die letzte Masche ist in den, zwischen den Puscheln immer die, wo wir eine Masche, ein Stäbchen zunehmen, beziehungsweise eine Masche. So, jetzt sind wir wieder beim Puschel hier. Wir holen uns wieder den Faden, stechen unter dem Puschel durch, knicken uns das wieder so ab
holen uns den Faden durch und machen das wieder dreimal. Faden holen, durchstechen, Faden holen, wieder Faden um die Nadel, durchstechen, Faden holen, wieder die 7 Schlaufen auf der Nadel, ziehen durch die ersten 6 wieder durch und dann durch die letzten beiden. Klappen wieder auf, holen wieder den Faden und stechen genau daneben, genau neben dem Puschel in die Masche ein. Ist immer schlecht zu sehen, aber wenn ihr den Puschel rüberschiebt, dann seht ihr die Masche. Und da machen wir ein Stäbchen rein. Das ist unser erstes. In die zweite Masche ein Stäbchen. In die dritte Masche ein Stäbchen. Und in die vierte machen wir 2 Stäbchen. Und dann das zweite noch in dieselbe Masche. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Puschel angekommen. Wir holen uns wieder den Faden, stechen unter dem Puschel durch. Holen uns den Faden durch und 3 Schlaufen auf der Nadel, Faden um die Nadel, wir stechen wieder durch, holen wieder den Faden durch und noch ein drittes Mal Faden um die Nadel, unter dem Puschel durch, Faden holen, 7 Schlaufen auf der Nadel und wir ziehen durch die ersten 6 unseren Faden durch, haben dann 2 Schlaufen auf der Nadel und beenden diesen Puschel. So, wir machen das wieder auf. Hier ist unser Puschel. Ziehen es ein bisschen rüber, da sehen wir auch die Masche, wo wir einstechen. Und häkeln da wieder unsere Stäbchen. Und in die nächste Masche ein Stäbchen. In die dritte Masche ein Stäbchen. Ja. Oh, ja. In die dritte ein Stäbchen. Und in die vierte kommen 2 Stäbchen. Und dann sind wir wieder beim Puschel. Wir holen uns wieder den Faden, stechen unter dem Puschel durch, holen uns den Faden durch und machen das ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und wir ziehen wieder durch die ersten 6 Schlaufen durch. Und dann durch die letzten beiden. Und dann kommen wieder unsere Stäbchen. Genau neben dem Puschel einstechen. Und ein Stäbchen häkeln. Und in die zweite Masche ein Stäbchen. Und in die dritte ein Stäbchen. Und in die vierte machen wir 2 Stäbchen. Und das machen wir so die ganze Runde. Und wenn wir die gehäkelt haben, bin ich wieder da. Also, wir machen
Neben dem Puschel ein Stäbchen in die erste Masche, in die zweite ein Stäbchen, in die dritte ein Stäbchen, in die vierte kommen zwei Stäbchen. Dann machen wir unseren Puschel, indem wir dreimal insgesamt, also dreimal den Faden einmal um die Nadel durchstechen, Faden holen, ein zweites Mal Faden um die Nadel unterm Puschel durch, Faden holen, wieder durchziehen und ein drittes Mal um die Nadel unterm Puschel durch, Faden holen, durchziehen und wir haben 7 Schlaufen auf der Nadel. Dann holen wir uns wieder den Faden, maschen die ersten 6 Schlaufen ab, haben dann 2 Schlaufen auf der Nadel, holen uns wieder den Faden und maschen die letzten beiden Schlaufen auf der Nadel ab. Und dann kommen wieder die Stäbchen. Dann bis gleich. So, die Runde haben wir fast geschafft. Wir haben hier noch unseren letzten Puschel. Den machen wir natürlich auch. 1, 2 und 3. Durch die 6 Schlaufen und durch die letzten beiden. Und wir verbinden oder beenden die Runde wieder im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. So sieht es aktuell aus. Und weiter geht's. Wir machen wie gehabt 2 Luftmaschen, häkeln auch vorne gleich ins erste ein Stäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen. In die dritte Masche ein Stäbchen. In die vierte Masche ein Stäbchen. Und in der fünften machen wir 2 Stäbchen. Ist im Prinzip wie die Vorrunde, nur dass wir bei den Stäbchen jetzt in der fünften Masche 2 Stäbchen machen, weil wir ja zugenommen haben in der letzten Runde. Und deswegen kommen wir jetzt in der fünften Masche 2 Stäbchen. Und dann sind wir wieder schon beim Puschel. Wir stechen wieder unten durch. Und wie vorhin 1, 2 und 3. Und wieder die 6 Schlaufen abhäkeln. 2 in der Auftaschennadel und die letzten beiden abhäkeln. Wir gucken wieder ganz am Rand. Da ist unsere Masche. Da stechen wir ein in die erste und häkeln ein Stäbchen. In der zweiten Masche ein Stäbchen. Und in der dritten Masche ein Stäbchen. Und in der vierten ein Stäbchen. Und in der fünften machen wir wieder 2 Stäbchen. Und dann sind wir auch schon wieder beim Puschel. Wir stechen wieder unten durch. Und einmal. Zweimal und dreimal. So, das machen wir wieder die ganze Runde und wenn wir es geschafft haben, bin ich wieder da. Dann bis gleich. So, haben wir die Runde geschafft. Noch ein Puschel. Und dann beenden wir
wie immer im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. So. So sieht's aus aktuell. Jetzt kommen die Puschel auch hier langsam raus. Ja. So, und weiter geht's. Im Prinzip ändert sich nicht viel immer in den Reihen jetzt, wo wir noch Maschen zunehmen. Wir machen wieder zwei Luftmaschen, stechen wieder vorne in die erste Masche ein, häkeln ein Stäbchen. In die zweite ein Stäbchen. In die dritte ein Stäbchen. In die vierte ein Stäbchen. In die fünfte ein Stäbchen. Und jetzt machen wir in der sechsten Masche zwei Stäbchen. Und so wird es von Runde zu Runde mit der Zunahme der Maschen gehäkelt. In der nächsten im Prinzip dann in die siebte Masche ein Doppelstäbchen, ne, also zwei Stäbchen und so weiter. Und je nachdem, wie groß ihr das braucht, so viel macht ihr dann. So, dann haben wir wieder unseren Puschel. Einmal, zweimal und dreimal die ersten sechs Schlaufen abhäkeln und dann die letzten beiden. Und wir stechen wieder in die allererste Masche ein, hinter dem Puschel. Und häkeln ein Stäbchen. Wir häkeln im Prinzip jetzt 1, 2, 3, 4, 5 einzelne Stäbchen und im sechsten kommen zwei Stäbchen. So, das zweite, in die zweite Masche ein Stäbchen, in die dritte Masche ein Stäbchen. In die vierte Masche ein Stäbchen, in die fünfte ein Stäbchen und in der sechsten kommen zwei Stäbchen rein. Und dann sind wir wieder beim Puschel. Einmal, zweimal und dreimal. So, das machen wir auch wieder die ganze Runde. Und wenn wir rum sind, bin ich wieder da. Bis gleich. So, Runde geschafft und unser letzten Puschel machen wir wieder gemeinsam. Zwei. Die Runde geschafft und beenden wieder im ersten Stäbchen mit einer Kettmasche. So, ich finde, das sieht ganz toll aus. Ich hoffe, es gefällt euch auch so gut. Ich würde sagen, eine Runde oder zwei machen wir noch. Eins, zwei Luftmaschen wieder. In die erste kommt wieder ein Stäbchen. Und wir häkeln wieder einzelne Stäbchen. In jede Masche ein Stäbchen. Und in die letzte hier kommen wieder zwei Stäbchen.
Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Pusher. Wir stechen wieder unten ein, holen einmal durch, zweimal und ein drittes Mal, regeln die 6 Staufen ab und die letzten beiden. Und stechen wieder in unsere allererste Masche hinterm Puschel ein. Und häkeln auch da ein Stäbchen. In die zweite dann. Ups, die zweite Masche ein Stäbchen. In die dritte Masche ein Stäbchen. Ups. In die vierte ein Stäbchen. Fünfte ein Stäbchen, in die sechste ein Stäbchen und in die siebte 2 Stäbchen. Also machen wir wieder die ganze Runde und wenn wir rum sind, bin ich wieder da. Ach, schießt noch. So. Also Puschel einmal, zweimal und dreimal. So, da haben wir die Runde geschafft und machen gemeinsam wieder unseren Puschel. 1, 2 und 3. So. Und beenden vorne im allerersten mit einer Kettenmasche. Und machen unsere 2 Luftmaschen und gleich vorne im ersten, wo die Luftmaschen sind, auch unser Stäbchen. Es kommen wieder eine Reihe einzelne Stäbchen. Im Prinzip wirklich immer, das wiederholt sich nur an der Anzahl der einzelnen Stäbchen um 1 mehr. Und im letzten Stäbchen kommen 2 Stäbchen in eine Masche. Letzte Masche ist wirklich dann immer die eine hier. Hier ist der Puschel. Hier stechen wir nicht rein, sondern hier ist die letzte Masche. So, machen wir einen Puschel. Und stechen jetzt wieder genau daneben in die Masche ein und häkeln ein Stäbchen. Zählen wir durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind bei der letzten jetzt hier angekommen, also 6 einzelne Stäbchen und in die 7. Masche kommen 2 Stäbchen. Und dann wieder unser Puschel. Und das machen wir wieder die ganze Runde rum. Und wenn wir rum sind, bin ich wieder da und zeig euch, wie es weitergeht. Wenn ihr noch mehr, also noch größere, die Mütze größer werden soll,
dann macht ihr einfach die Runden weiter, im Prinzip wie jetzt auch. Wie gesagt, um jede Runde erweitert sich die Stäbchenanzahl um 1. Ne? Und ins letzte Stäbchen macht ihr dann 2 Stäbchen, bis ihr die gewünschte Größe erreicht habt. So, Runde geschafft. Den Puschel habe ich jetzt schon mal gehäkelt und wir beenden wie immer vorne in der ersten Masche mit einer Kettmasche. So, super sieht's aus. Wunderbar. So, also wie gesagt, wenn ihr sie größer braucht, einfach die Runden weiter häkeln, so wie wir es gemacht haben. Immer in der letzten Masche 2 Stäbchen häkeln. So, ich höre jetzt auf mit Zunahme. Wir machen wieder 2 Luftmaschen. Stechen auch vorne wieder in die erste Masche ein. Und häkeln jetzt in jeder Masche 1 Stäbchen. In jede Masche 1 Stäbchen. Keine Zunahmen mehr. Nur noch Stäbchen und unsere Puschel. In jede Masche 1 Stäbchen. Und wir sind schon im letzten Stäbchen. Das habe ich nicht schön gehäkelt, das machen wir nochmal. So, jetzt sind wir wieder beim Puschel angekommen. Hier häkeln wir nicht rein, ne? Wir holen uns also wieder unseren Faden und häkeln unseren Puschel. Einmal, zweimal und dreimal. Na. So. Und wie immer abhäkeln. Und wir stechen wieder in unsere altbewährte Masche ein, neben dem Puschel. Direkt daneben ein Stäbchen. Und in die nächste ein Stäbchen. Und so weiter. Immer eine Masche, ein Stäbchen in eine Masche und unseren Puschel häkeln. Und das häkeln wir die ganze Runde. Und dann bin ich nochmal da. Zeig's euch nochmal. Und dann sind wir schon wieder fast fertig. Hier 2 reingehäkelt. So. Eine Masche haben wir noch. Und jetzt sind wir wieder beim Puschel. No? Okay. Den häkeln wir wieder und dann wieder in jede Masche ein Stäbchen. 2, 3 mal einstechen und Faden holen. So. Und dann merkt ihr auch schon nach der ersten Runde, wenn ihr die fertig habt, dass sich das schon schön nach unten biegt, so wie es halt mit der Mütze sein muss. Und dann bin ich wieder da, wenn die Runde geschafft ist. Bis gleich. So, die Runde wieder geschafft. Und wir beenden wie gewohnt in unserer ersten Masche.
mit einer Kettmasche. Und wieder zwei Luftmaschen und wir stechen wieder in die erste Masche ein und häkeln wieder Stäbchen. In jede Masche wieder ein Stäbchen häkeln, am Puschel ein Puschel häkeln und in jede weitere Masche wieder ein Stäbchen häkeln. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir die gewünschte Höhe der Mütze erreicht haben. Ihr seht ja, das wirkt sich schon so, wie es sein soll. Ich finde, sie sieht toll aus. Wenn wir die richtige Höhe erreicht haben, ich und auch ihr, dann bin ich wieder da. Also wir häkeln in jede Masche ein Stäbchen. Das hier ist im Prinzip die letzte Masche. Hier häkeln wir nicht rein. Und dann häkeln wir wieder unseren Puschel. Vergesst nicht, in die erste Masche nach dem Puschel einzustechen und Stäbchen zu häkeln. Wieder bis hier in die letzte und dann wieder ein Puschel. Am Anfang der Runde wirst du auch zwei Luftmaschen häkeln für die Höhe und eine Runde beenden in der ersten Masche mit einer Kettmasche. Also dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Höhe erreicht ist, die wir brauchen. Bis dann! So, ich habe meine Höhe erreicht. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das dehnt sich auch schön, das Material. So, dann beenden wir wieder mit einem Puschel die Runde. Sind durch. Und beenden wie immer vorne im ersten Stäbchen bzw. in der ersten Masche. So, wie gesagt, sieht auch schön aus, es dehnt sich schön, sehr luftig. So, jetzt kommt in jede Masche, wir beginnen wieder mit zwei Luftmaschen und häkeln in jede Masche zwei Stäbchen. Jede Masche zwei Stäbchen, die ganze Runde rum. So, jetzt sind wir beim Puschel angekommen und das häkeln wir auch wie gehabt. Durchstechen, einmal, drei Schlaufen, zweimal, fünf Schlaufen auf der Nadel und noch ein drittes Mal. Wir haben sieben Schlaufen auf der Nadel, häkeln die ersten sechs Schlaufen ab, haben dann zwei Schlaufen auf der Nadel und ziehen einmal mit dem Faden durch die letzten beiden Schlaufen. Und dann ganz normal wieder hier vorne, genau neben dem Puschel, ist unsere erste Einstichstelle. Und da häkeln wir zwei Stäbchen. In jede Masche dann wieder zwei Stäbchen, wieder bis zum Puschel. Und das machen wir die ganze Runde. Und wenn wir das geschafft haben, bin ich wieder da. Dann bis gleich und viel Spaß beim Häkeln. So, die Runde haben wir auch und wir machen wieder gemeinsam unseren letzten Puschel. Einmal, zweimal und dreimal. Und beenden die Runde wie immer in der ersten Masche hier oben. So. So soll das aktuell sein. Und
jetzt häkeln wir wieder zwei Luftmaschen am Anfang. Eins, zwei. Ein Stäbchen gleich in die erste Masche. Und in jede weitere auch ein Stäbchen. Bis zum Puschel, dann machen wir wieder unseren Puschel. In jede Masche ein Stäbchen. Jede Masche ein Stäbchen gehäkelt. Jetzt sind wir wieder beim Puschel und der wird wie gehabt gehäkelt. Umschlag, durchstechen, Faden holen und das dreimal insgesamt. Zwei und drei. Die ersten sechs Schlaufen abhäkeln und dann die letzten beiden. Und dann häkeln wir wieder genau vorne in der ersten Masche, genau neben dem Puschel, ein Stäbchen. Und auch in die nächste Masche ein Stäbchen. Also in jede Masche ein Stäbchen bis zum nächsten Puschel, dann den Puschel häkeln und dann wieder weiter in jede Masche ein Stäbchen. Und das die ganze Runde rum. Und wenn wir am Ende angekommen sind, bin ich wieder da. Also bis gleich. Die Runde ist auch erledigt. Wir machen wieder gemeinsam unseren letzten Puschel der Runde. Eins, zwei, drei. Und schließen wie immer in der ersten Masche ab. Mit einer Kettmasche. So haben wir es aktuell. Ich denke, wir machen noch eine Runde mit einzelnen Stäbchen. Mal schauen. Also auf jeden Fall noch eine Runde. Zwei Luftmaschen. Wir stechen wieder vorne als allererstes ein und machen ein Stäbchen. Und häkeln genau wie die Vorrunde in jede Masche ein Stäbchen und zwischendurch unseren Puschel. Wenn wir die Runde geschafft haben, bin ich wieder da. Also bis gleich. So, ich habe noch eine Reihe mehr gehäkelt. Also hier haben wir unsere Reihe oder Runde, wo wir zwei Stäbchen in jede Masche gehäkelt haben. Und danach habe ich dann insgesamt drei Reihen gehäkelt mit jeweils ein Stäbchen pro Masche. Na, und immer schön die Puschel mithäkeln, die dürft ihr nicht vergessen. So, und dann haben wir das Mützchen auch fertig. Macht sich natürlich wunderbar für den Strand. Es ist wirklich schön luftig mit dieser Wolle und Nadelgröße 3 habe ich verwendet. Und dadurch wird das ziemlich locker und luftig. So, unseren letzten Puschel häkeln. Und ein letztes Mal die Runde schließen. Natürlich im ersten Stäbchen bzw. Masche mit einer Kettmasche schließen. Eine Luftmasche, ein bisschen anziehen, abschneiden, Faden rausziehen, nochmal festziehen, dann hier unten nochmal Mitte richtig festziehen, die Fäden müssen vernäht werden und dann haben wir es auch geschafft. Natürlich, wenn das Köpfchen drunter ist, ist das natürlich
richtig stabil. Ne? So sieht es dann aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bedanke ich mich schon im Voraus. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.